kriegte dann einen Anruf von einem Bekannten aus Tbilisi. Dann habe ich mit meinem Freund Klaus Zara aus Kärnten, ich habe gesagt, Klaus, alleine mache ich das ja nicht, machst du mit? Und er hat gesagt, gut, können wir machen. Und da war das für mich alles wie auf einem anderen Stern. Wir sind geflogen von Mitte November bis Anfang April. Wir hatten die Woche immer 80 Hilischi-Gäste, hatten zwei große Hubschrauber, erst die Mi-8, dann die 17. Sind immer mit 20 Leuten losgeflogen und dann die einzelnen Abfahrten mit einer Gruppe, also mit 10. Und da war es ein Traum. Ne? Und den Film, ja, ist immer noch für mich, wenn ich ihn heute sehe, immer wieder eine herrliche Erinnerung. So, hier haben wir also nochmal einen schönen Blick auf zwei prägnante Berge. Hinter euch das Azele, so eigentlich unser Hausberg, denn direkt dahinter liegt unser Liftgebiet und das Hotel. Das Azele ist 3,3 hoch. Und drüben, heute natürlich herrlich zu sehen, der Kasbek, der östlichste 5000 am Kaukasus, 5047 Meter. Ein wunderbarer Berg, vor allen Dingen zum Bergsteigen. Da fahren wir heute Nachmittag noch hin. So, packen wir es an, fahren wir. Okay. Max, machst du den letzten? Auf geht's, top.